Hola und guten Morgen, Light Gaming ist mal wieder back in business und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier heute auf meinem Kanal, auf dem ich euch meine Top 10 der Lieblings-Poketuber-Signature vorstelle. Ja, also ein etwas interessanteres Ranking, würde ich mal sagen, in dem es darum geht, dass ich euch, wie der Titel schon sagt, eben meine 10 Lieblings-Signature-Pokémon vorstelle. Ja, was das jetzt genau zu bedeuten hat, ist ganz einfach. Ich werde euch das kurz erklären und zwar bin ich in der Poketuber-Szene. Das werden die ganzen Sherlocks unter euch bestimmt schon wissen. Aber um das nochmal für jeden genauestens zu erklären, ist die Poketuber-Szene, zumindest in Deutschland, darauf beziehe ich mich jetzt, eine Szene von vielen YouTubern, die eben sich hauptsächlich auf den Content von Pokémon konzentrieren und somit auch regelmäßig eben Videos über Pokémon bringen. Und ich bin eben Teil dieser Community, Teil dieser Poketuber-Szene und deshalb bin ich auch jetzt hier dabei, dieses Video zu machen. Denn mich hat der liebe Pokebatzi getaggt, um dieses Ranking jetzt zu machen. Hat mich auch sehr, sehr gefreut, also vielen Dank nochmal an dich. Der Kanal von Pokebatzi ist übrigens auch in der Beschreibung verlinkt. Er hat sich dieses Ranking überhaupt erst ausgedacht. Das heißt, er hat dieses Ranking etabliert und ich freue mich da natürlich auch, dass ich als erster hier getaggt worden bin und würde jetzt gleich einfach mal sagen, ich fange an, meine ganzen 10 Lieblings-Signature-Pokémon vorzustellen. Davor möchte ich allerdings noch so ein paar Worte loswerden und zwar um zu erklären, was das jetzt überhaupt zu bedeuten hat. Der liebe Pokebatzi hat dieses Ranking natürlich auch schon gemacht. Das heißt, ihr könnt gerne mal auf seinem Kanal vorbeischauen und euch dieses Video anschauen. Dort erklärt er auch nochmal etwas genauer, wie er genau darauf gekommen ist, dieses Ranking zu machen und was es genau damit auf sich hat und so weiter. Aber damit ihr da jetzt nicht ungewiss hier in dieses Ranking startet, möchte ich euch das auch nochmal kurz erklären. Und zwar, natürlich habe ich gerade schon erklärt, Poketuber sind einfach YouTuber in dieser Szene, wo ich momentan auch drin bin, die eben sich hauptsächlich auf die Videos von Pokémon konzentrieren. Und jeder dieser Poketuber, beziehungsweise die meisten, haben natürlich ein Signature, also ein Pokémon, was ihren Kanal mehr oder weniger repräsentiert. Und das ist auch gleichzeitig, zumindest bei dem Großteil, würde zumindest Sinn ergeben, ihr Lieblings-Pokémon. Das ist jetzt bei mir beispielsweise Gengar und das repräsentiert ja auch mehr oder weniger meinen Kanal. Das sieht man ja auch im Banner, im Profilbild und so weiter und so fort. Und ja, genau deshalb wisst ihr jetzt auf jeden Fall schon mal, worauf ich mich da jetzt gleich einlassen werde. Das heißt, ihr werdet jetzt gleich, ihr seht es ja im Hintergrund schon, die ganzen Pokémon eben eingeblendet sehen, dazu eben die dementsprechenden Poketuber selbst. Und dann erkläre ich einfach mal so ein bisschen, warum ich mich für dieses Pokémon entschieden habe, was genau ich da so cool dran finde. Und um auch ein bisschen auf den auf die Bitte von Pokebatzi selbst einzugehen, werde ich das hier ganz frei Schnauze machen. Das heißt, ich habe kein Skript und ich werde da auch nichts zu erzählen, also nichts, was ich mir aufgeschrieben habe, erzählen, sondern das alles nur so aus meinen Gedanken, damit das halt real wirkt, sage ich mal. Ja, so hat er das, glaube ich, auch beschrieben und ich denke mal, das ist auch eine ganz gute Idee. Ist natürlich für mich etwas ungewohnt, weil ich Rankings normalerweise immer mit Skript mache, aber ich denke mal, das kriege ich hin und ich freue mich da auch drauf, mal so etwas anderes zu machen. Das heißt, ich habe jetzt hier gerade nur eine Liste von den 10 Pokémon, die ich gleich erwähnen werde, damit ich das nicht während dem freien Schnauzreden vergesse. Und ja, woher ich übrigens diese Poketuber ganze nehme, das ist auch ganz lustig und zwar der liebe Razer, den solltet ihr auch alle kennen, der hat, denke ich mal, so ein bisschen diese Poketuber-Szene allgemein etabliert, hat eine Liste gemacht, den Link von dieser Liste werde ich euch auch mal in der Beschreibung verlinken, auf dem alle Poketuber in der deutschen Szene aufgeführt sind. Das sind eine Menge, ja, also mehr als ich anfangs dachte sogar tatsächlich, das sind, glaube ich, so etwas mehr als 70 Poketuber und das ist auch schon echt ziemlich krass und das wächst und wächst, das ist echt unglaublich. Finde ich also sehr, sehr cool, dass er sich die Mühe gemacht hat, diese Liste zu machen. Das hat mir auch so ein bisschen geholfen, da hatte ich im Überblick, wer denn alles hier überhaupt in der Szene drin ist und welche Signature die Poketuber dann auch haben und konnte dann eben darauf basierend meine Liste erstellen und ich denke mal, das ist auch Pokebatzis Intention dabei gewesen und auch so eine Hilfestellung dazu und hat ihm diese Idee überhaupt gebracht. Ich möchte aber jetzt nicht zu lange drum rumreden. Ich werde am Ende auf jeden Fall noch eine weitere Person taggen, die dann auch dieses Video macht, hoffe ich zumindest. Und dann geht das immer so weiter. Dann taggt diese Person wieder eine Person und so weiter und so fort, sodass am Ende so jeder mal in einem überschaubaren Abstand so ein Video gebracht hat, in dem er seine 10 Lieblings-Signature-Pokémon nennt. Und dann schauen wir uns das am Ende einfach mal an. Aber
Ich würde jetzt sagen, ich fange an. Nur noch kurz. Ich werde in diesem Ranking mein eigenes Signature-Pokémon nicht erwähnen. Also Gengar wird hier nicht in diesem Ranking vorkommen, auch wenn es mehr oder weniger mein Lieblings-Signature ist. Aber es geht hier lediglich um die Signature-Pokémon der anderen Poketuber. Aber ich labere wieder viel zu lange rum. Wir fangen an mit Platz 10. Und das ist das liebe Rabigator von Dialzockt. Ja, Rabigator, ein echt geniales Pokémon, ist ja in der 5. Generation dazugekommen zu Pokémon Schwarz und Weiß. Viele Leute mögen diese Edition natürlich nicht. Das hat man schon öfters mal gehört, aber ich finde die Edition ganz cool. Allgemeine Generation und Rabigator dementsprechend auch ein sehr, sehr cooles Pokémon. Hat mit Unlicht einen meiner Lieblingstypen, ja, also meine drei Lieblingstypen kann ich mal kurz erklären, ist Unlicht, Stahl und Geist. Und Rabigator gehört da eben auch zu mit seinem Unlichttypen, hat allgemein sehr, sehr cooles Design und hat in meinem Spiel, wenn ich die Story durchgespielt habe, einfach nie gefehlt. Gefällt mir im Competitive auch sehr, sehr gut. Ich hatte es ja auch mal in der German Pokémon League als Pokémon dabei und das zeugt, denke ich mal, schon davon, dass ich dieses Pokémon sehr, sehr mag und deshalb hier auch verdient auf Platz 10. Kommen wir dann jetzt zu Platz 9 und zwar ist das Parsifanis und Lucario LPs Signature Pokémon. Wer hätte es gedacht, es ist Lucario? Der Grund für Lucario ist ganz einfach, es hat einen eigenen Pokémon-Film, der hauptsächlich ausschlaggebend ist für meine Entscheidung, das jetzt hier auf Platz 9 zu tun. Der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen, ist mein Zweitlieblings-Pokémon-Film, ja. Davon gibt es nur noch einen, der mir noch besser gefällt und darauf werde ich nachher noch eingehen. Lucario selbst, allgemein sehr, sehr starkes Pokémon, hat auch den Stahltypen, den ich sehr, sehr mag und ist offensiv sehr, sehr cool, gefällt mir competitive gut, ist sehr variabel spielbar und ist auch allgemein immer so ein etwas besondereres Pokémon. Ja, es gibt ja so Pokémon, die hat man irgendwie fast überall, also ich sag mal, Rabigator hat ja jeder in der Story irgendwie mal gespielt, Lucario ist da etwas Besonderes, sage ich mal, man sieht es ja auch in Pokémon, in Super Smash Bros. Als Pokémon, als spielbarer Charakter, das zeugt ja auch schon davon, dass es ein etwas besonderes Pokémon ist und auch etwas schwerer zu erreichen und deshalb ist Lucario so ein bisschen interesseweckend bei mir gewesen und deshalb auch in diesem Ranking dabei. Platz 8 ist dann Glabbers Signature Pokémon und zwar Tobots. Tobots ist ja einer der drei Elfen aus der 4. Pokémon Generation und hat mir von diesen drei Elfen auch immer am besten gefallen, deshalb ist das auch ein Teil hier im Ranking dabei, es ist das offensivste von den drei Pokémon und hat vom Design her mich einfach am meisten angesprochen und deshalb habe ich mir das auch immer als einziges von diesen drei wirklich gefangen und auch mit ins Team genommen zum Teil, wenn ich Pokémon Diamant durchgespielt habe und genau deshalb habe ich Tobots einfach so in Erinnerung als coolstes von den drei Pokémon und gefällt mir auch allgemein sehr, sehr gut. So, Platz 7 ist das Signature von Razor und auch von Zephyron. Also schon wieder zwei Poketuber, die das gleiche Signature-Pokémon haben, was auf jeden Fall auch wieder davon zeugt, dass Zoroark, das Signature von den beiden, ein sehr, sehr, sehr cooles Pokémon ist, ja. Ein besonders cooles, sonst wäre es ja wohl nicht zweimal Signature auserkoren worden. Zoroark, ebenso wie Lucario, hat einen eigenen Pokémon-Film bekommen, ist auch ein sehr, sehr cooler Film, zwar nicht mein Lieblings-Pokémon-Film, aber trotzdem sehr, sehr cool, gefällt mir auch in der Serie immer mal wieder ganz gut, ist allgemein auch wieder ein besonderes Pokémon, das hatte man in Schwarz-Weiß, als es dann eben rausgekommen ist, sage ich mal, entwickelt wurde, auch glaube ich nur per Event bekommen und in Schwarz-Weiß 2 dann erstmalig auch im Verlauf der Story einfach so geschenkt bekommen und da habe ich mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, denn ich habe das Event verpasst und wollte schon immer mal einen Zoroark im Team haben. Hab's da aber leider nie bekommen und deshalb war ich froh, Schwarz und Weiß 2 mir dann auch gekauft zu haben. Sehr, sehr cooles Spiel, sehr, sehr cooles Pokémon und deshalb auch verdient auf Platz 7. So, zu Platz 6 hätten wir dann das liebe Jirachi von Zantrozockt. Und wenn man mal auf Zantrozockts Kanal schaut, dann sieht man auf jeden Fall, dass Jirachi sein Lieblings-Pokémon ist. Denn es ist wirklich in jedem Thumbnail, im Kanalbanner, im Profilbild echt vorhanden. Und das zeugt auf jeden Fall schon mal von seiner Liebe zu Jirachi. Und ich teile diese auch zum größten Teil, denn Jirachi ist wirklich ein sehr, sehr cooles, legendäres Pokémon. Auch diese Geschichte dahinter finde ich sehr, sehr cool. Hat ja diese mehr oder weniger diese Wunschzettel auf der Stirn kleben, wo man eben seinen Wunsch eben draufschreiben kann und der sich dann erfüllt. Und das gefällt mir allgemein schon sehr, sehr gut. Ist ein süßes Design von Jirachi und war auch eines dieser legendären Pokémon, die man im Verlauf der Story eigentlich nie wirklich gefangen bekommt. Genauso ähnlich wie Mew, Celebi und Arceus zum Beispiel. Und deshalb hat das auch schon wieder so ein bisschen Interesse weckenden Faktor für mich. Und war deshalb auch so ein legendäres Pokémon, was ich unbedingt immer mal wieder haben wollte. Und echt ein sehr, sehr cooles Pokémon, deshalb hier auch auf Platz 6.
Jetzt kommen wir zu einem etwas schwierigeren Platz, muss man schon fast sagen. Und zwar ist es hier Dire Swords Play Signature Durengard. Ja, also es ist schwer, sage ich mal. Denn wer mal auf den Kanal von Dire Sword Play schaut, der sieht da mehrere potenzielle Signature-Pokémon. Ja, also hauptsächlich ist es ja wirklich Plaudergei von ihm. Wenn man das mal wirklich so erwähnt. Allerdings hatte er früher, beziehungsweise ist für mich immer so, mit Durengard in Verbindung gebracht worden. In meinen Augen, deshalb ist Durengard hier auch auf dieser Liste dabei. Durengard, ein sehr, sehr cooles Pokémon, muss ich sagen, hat mir im Vergleich zu vielen anderen anscheinend in der 6. Generation sehr, sehr gefallen, auch vom Design her. Ich fand die Idee allgemein cool und deshalb ist es hier auch verdient drauf in diesem Ranking. Sondern drin in diesem Ranking und hat mir auch vom Competitive immer sehr gefallen. Es ist variabel spielbar, ist echt an sich ein echt cooles Pokémon und deshalb auch verdient hier auf Platz 5. Und Joey, verzeih mir, wenn Plaudergeist dein Signature ist, natürlich, dann ist es das eben, aber Durengard ist ja das Pokémon meiner Wahl gewesen für Platz 5, also tut mir leid. So, kommen wir jetzt zu Platz 4, ebenfalls ein Stahl-Pokémon wieder, also einer meiner Lieblingstypen mal wieder, und zwar ist das Cherox vom lieben Pokobatzi selbst. Das ist ja der, der mich eben getaggt hat zu diesem Tag, Ranking, wie auch immer. Jedenfalls Cherox, auch ein sehr, sehr cooles Pokémon, natürlich, sonst wäre es hier nicht auf Platz 4. Gefällt mir sehr, sehr gut, hat den Stahltypen ja dazu bekommen, was mich allgemein schon mal sehr, sehr gefreut hat, ist die Entwicklung von Sichlor. Sichlor ist ja auch ein Pokémon, was mir in der ersten Generation schon extrem gut gefallen hat und ich mir da schon immer eine Entwicklung gewünscht habe und ich denke, mit Cherox haben sie da auf jeden Fall meine Erwartungen so gut wie möglich erfüllt. Cherox ist echt ein cool designtes Pokémon. Die Farbe gefällt mir sehr, allgemein der Typ und wie man es spielt, gefällt mir auch sehr. Also Cherox ist ein echt starkes Pokémon und ich spiele auch sehr, sehr gerne mit diesem Pokémon selbst. Also verdienter Platz 4. Kommen wir aber jetzt zum Bronzeplatz und zwar belegt das der liebe Entertainment, aka Lauris, mit seinem, wie der Name schon sagt, Entei. Ja, ich muss erstmal dir ein Lob ausstellen, aussprechen. Der Name Entertainment, Mensch, ist für einen Kanal wirklich echt eine super Idee gewesen. Also echt cooler Name für dich, muss ich schon mal hier so nebenbei erwähnen. Aber es geht ja hauptsächlich um das Pokémon Entei. Und hier kommt auch mein Lieblings-Pokémon-Film ins Spiel. Und zwar ist das der Film mit Entei. Wie genau er jetzt heißt, weiß ich nicht mehr. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass Entei ein mehr oder weniger Ersatzvater für ein kleines Mädchen ist und sich da mehr oder weniger gezwungen fühlt, eben für dieses Kind zu sorgen. Und diese Story fand ich allgemein sehr, sehr cool. Entei hat mir in dem Film echt sehr gut gefallen und ist auch von den drei Raubkatzen so mein Lieblingslegendäres Pokémon, muss ich da ehrlich sagen. Also Suicune ist da nicht mein Fall und Raikou auch eher nicht. Und Entei ist da auf jeden Fall bei weitem Abstand Platz 1 von diesen drei Raubkatzen und deshalb auch verdient hier auf Platz 3, also gutes Signature, lieber Entertainment. So, Platz 2 ist Killua Suns Snibunna, ja, Snibunna auch wieder vom Unlichttypen, ein sehr, sehr cooles Pokémon. Ich verbinde da immer so ein bisschen Dunkelheit und Aggressivität und Schnelligkeit mit, ist ein sehr schnelles Pokémon natürlich auch, offensiv, was mir auch allgemein sehr gefällt, ist so mein Spielstil und gefällt mir allgemein sehr das Pokémon vom Design her echt cool und ist allgemein ein sehr gelungenes Pokémon und ja, passt deshalb auch perfekt auf Platz 2, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, was ich da noch großartig zu sagen soll, deshalb belasse ich es dabei und wir kommen jetzt zum Platz 1. Platz 1 ist keiner meiner Lieblingstypen tatsächlich, allerdings erinnert es mich sehr an einen meiner Lieblingstypen und zwar ebenfalls an den Undichttypen. Warum, das werde ich euch jetzt noch erklären und zwar handelt es sich hierbei um Dirty D64's Signature Pokémon Luxtra. Luxtra, das Pokémon aus der 4. Generation, ist an sich ein Elektrotyp allerdings, und da spreche ich sicherlich nicht alleine, erinnert es mich sehr an einen Unlichttypen. Also ich würde es schon extrem feiern, wenn es eine Mega-Evolution von diesem Luxtra gäbe, mit Typ Undicht Elektro. Aber so weit sind wir noch nicht und das darum soll es auch gar nicht gehen, sondern eher um das Luxtra selbst. Es hat ein extrem cooles Design, hat nie in meiner Story-Laufbahn, sage ich mal, wenn ich einmal Diamant, Platin oder Perl durchgespielt habe, hat es einfach nie gefehlt. Luxtra ein extrem cooles Pokémon, die erste Entwicklung Shining auch ein extrem süßes Pokémon und allgemein ein sehr, sehr cool designtes und sehr, sehr geiles Pokémon und deshalb auch hier verdient auf dem ersten Platz. Man muss auch allgemein sagen, Gengar ist mein Lieblings-Pokémon, Shellast kommt dann dahinter her und Luxtra ist sehr, sehr dicht beieinander. Also Luxtra auch wirklich unter den Top 5 meiner allgemeinen Lieblings-Pokémon, deshalb auch hier definitiv im Ranking
verdient vertreten. Und das war es auf jeden Fall mit dem Ranking. Bevor ich natürlich jetzt dieses Video beende, möchte ich noch eine Person taggen. Und zwar ist das der liebe Razer. Ganz einfach, er hat diese Liste mehr oder weniger erstellt, auf dem eben alle Signature beziehungsweise alle Poketuber draufstehen. Und deshalb würde ich mich bei ihm besonders interessieren, was denn da so seine Top 10 der Lieblings-Poketuber-Signature sind. Und deshalb freue ich mich auf jeden Fall auf sein Ranking. Ich habe ihn auch schon privat gefragt, ob er darauf Lust hätte. Er wird das Ranking definitiv machen. Das heißt, schaut auch mal auf seinem Kanal vorbei, wenn es euch interessiert. Der Kanal zu ihm, zu Pokobazzi und zu deren Videos werden dann in der Beschreibung sein, zumindest sofern sie dann noch hochgeladen wurden. Die Liste selbstverständlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann hoffe ich, hat es auf jeden Fall euch dieses Video gefallen. Tut mir leid, falls ich ein paar Mal mich versprochen habe, aber das ist nun mal leider so, wenn man das mal so frei Schnauze spricht. Ich denke mal, da kann ich selbst nichts für. Ich werde das auf jeden Fall verbessern, aber ich denke, jeder wird früher oder später da so ein bisschen stottern oder mal kurzen Hänger haben. Aber bevor sich das jetzt alles häuft, werde ich auf jeden Fall hier dieses Ranking beenden. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.